Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Augenoptik Schauer, Ihr Sehzentrum in der Halleiner Altstadt. www.augenoptikschauer.at. Ein herzliches Willkommen zur Februar-Ausgabe von Gesund in Salzburg. Mit unserem ersten Beitrag begeben wir uns in die Hohen Tauern. Auf dem Thema Demenz liegt der Schwerpunkt des von Liederregion Nationalpark Hohe Tauern getragenen Seniorenprojektes Vergiss dein nicht. Es soll einerseits zur Bewusstseinsbildung beitragen, neue Angebote schaffen und durch verschiedene Maßnahmen ein aktives, selbstständiges Älterwerden in der Wohngemeinde ermöglichen. Unter dem Begriff Demenz versteht man den kontinuierlichen Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit, vor allem von Gedächtnisleistung und Denkvermögen. Zwischen 8 und 13% aller Menschen über 65 Jahren leiden an einer Demenz, bei den über 90-Jährigen sogar 40%. Grundsätzlich ist es eine progrediente Erkrankung, das heißt, es wird stufenweise auch schlechter. Also das Gedächtnis wird schlechter, die Selbstständigkeit wird schlechter, aber man kann, indem man aktiv bleibt, indem man auch sich mit Dingen beschäftigt, die den Geist anregen, aber auch ganz, ganz wichtig, wenn man soziale Kontakte pflegt, Freundschaften auch aufrechterhält, kann man schon auch so die Krankheit etwas verzögern, aber Demenz ist nicht heilbar. Das muss man schon auch ganz unverblümt auch sagen. Aber man kann also durch einen engagierten Lebensstil eine Verzögerung der Erkrankung auch herbeiführen. Im Treffpunkt Vergiss dein nicht, dem Pinzgauer Demenzcafé, werden Betroffene unterstützt. Hier geht es darum, pflegende Angehörige zu entlasten und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ja, man kann sagen, es ist eine Selbsthilfegruppe und wir haben festgestellt, wir machen ja oft tolle Vorträge mit richtig klassen Leuten, die echt was zu sagen haben zum Thema Demenz oder auch mit der Landespflegeberatung zum Beispiel, die sind auch öfter da. Und trotzdem stellen wir fest, dass dieses Untereinandersein und Miteinandersein und sich gegenseitig stärken das Allerwichtigste ist, was die Menschen brauchen. In Zusammenarbeit mit den Gemeinden der Liederregion, dem Salzburger Bildungswerk, den Apotheken und zwei Ärztinnen wird das Demenzcafé nun mobil. Treffpunkte vor Ort ermöglichen themenbezogene Vorträge und Zusammenkünfte. So sollen Erkrankte und deren Angehörige ermutigt werden, Hilfe anzunehmen. Und ich erlebe es sehr oft, dass die Frauen direkt von der Kinderbetreuung, also von der Betreuung der kleinen Kinder in die Pflege der Angehörigen überwechseln. Und mir ist es einfach ein Anliegen, dass wir nicht nur touristische Entwicklung oder solche Projekte fördern, sondern dass die ländliche Entwicklung auch die Sozialprojekte mit einbezieht. Ich bin auf die Tina zugegangen, aber erst, wie wir den Auftrag eigentlich auch von den Pinzgauer Bürgermeistern gekriegt haben, weil die gesagt haben, sie wissen das, dass ihnen auch die Kosten natürlich in diesem Pflegebereich entgleiten. Und da haben die Bürgermeister schon vor Jahren gesagt, bitte überlegt sich da was, dass man einfach ein gutes Altwerden in der heimischen Gemeinde am besten in den eigenen vier Wänden gewährleisten kann. Also das war der Ansatz und so sind wir eigentlich da zusammengekommen, haben dann Forum Familie gleich dazu, da Salzburger Bildungswerk uns dazu geholt, weil die schon Spezialisten in dem Bereich sind. Ja, und so hat das eine das andere ergeben. Für pflegende Angehörige ist das Projekt Vergiss dein nicht eine wohltuende Abwechslung, sich einmal monatlich im Demenzcafé zu einem Erfahrungsaustausch zu treffen. Das Demenzcafé finde ich sehr super, weil man quasi austauschen mit Gleichgesinnten, auch mit Betroffenen. Man kriegt Fragen beantwortet, wenn man medizinisch oder Pflege und so. Und ich komme seit 2 Jahren jetzt her. Und habe meinen Mann zu Hause und mich dann auch zu Hause pflegen mit 2 Töchtern. Es ist, solange es halt irgendwie geht. Und es ist super, so, dass man sowas in unserem Ort hat, dass man das besuchen kann. Es baut einem auf einfach und man kann sich austauschen. Vermutlich wird die Anzahl der an Demenz erkrankten Menschen steigen, weil der Anteil alter Menschen zunimmt. Im mobilen Demenzcafé werden Betroffene entsprechend unterstützt, damit eine Pflege so lange wie möglich zu Hause erfolgen kann.